Es wird Herbst. Ja, ist ja eine Fliege hier davor. Jetzt kommen alle Fliegen hier auf einmal, oder was? Moin, ihr Lauser. Und herzlich willkommen bei Krachmucker TV. Ich bin Ernie und es wird Herbst. Gut, offiziell haben wir natürlich schon Herbst, aber jetzt so gerade in den letzten Tagen fing es an. Draußen wurde es so langsam kalt, diesig. Nicht so schön klischeehaft, wie man das dann immer so im Kopf hat, so das bunte Herbstlaub, was in den Boden runtergleitet und so weiter. Ihr merkt schon, das ist so, Herbst ist für mich so eine Jahreszeit, genau wie der Frühling. Das kann man so richtig so kitschig nehmen. Das hat auch was Muggeliges, das Ganze. Und ich habe mir gedacht, dafür hau ich mal jetzt so eine kleine Idee einer Playlist für euch raus. Ja, 5 Alben für den Herbst. Im Herbst höre ich sehr, sehr gerne und verstärkt Doom und Ambient. Mit Doom fange ich auch gerne an. Warning, Watching from a Distance. Eine der besten Scheiben überhaupt. Eine der besten Doom-Scheiben sowieso. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Muss man einfach kennen. Der absolute Wahnsinn. Dann schöner Dark Ambient von Raison d'être, ein schwedisches Ambientprojekt von Peter Andersson. Die Scheibe heißt In Sadness, Silence and Solitude und das ist einfach der absolute Koffer, was der gute Mann hier produziert hat. Düsterer, finsterer und aber auch elegischer geht's kaum. Hammer. Dann geht's mit Doom weiter. Death Doom, ja. My Dying Bride. Geniale Band, eine meiner Lieblingsbands. Ich habe mich jetzt hier für die The Angel and the Dark River Scheibe entschieden, aber da könnte ich jetzt eigentlich jede Scheibe in die Kamera halten. Wer auf zweistimmige, extrem traurige Melodien steht, ist hier goldrichtig. Und mit traurig und andächtig machen wir gleich weiter. Fantastisches Funeral Doom Album. Die Band heißt auch Funeral. Die Platte heißt From These Wounds. Extrem überzeugend hier ist der Klagesang. Die Scheibe kam, glaube ich, 2006 oder 2007 raus. Absolutes Must-Have, geniale Scheibe, wenn man auch nur ein bisschen was für Doom übrig hat. Dann last but not least, Dead Can Dance, die Aeon-Scheibe, da passen auch die Farben gut zum Herbst. Ja, was ist Dead Can Dance? Die einen sagen World Music, die anderen Ambient, ist immer von Scheibe zu Scheibe unterschiedlich. Die Scheibe speziell hat so ein bisschen mittelalterlichen Flair, ist sehr düster. Ist auf jeden Fall einer meiner Dead Can Dance Faves. Ja, das waren kurz und knapp meine Herbstscheiben. So, und wenn man sich zu Hause das Ganze ein bisschen schön macht, ne, dann kann man auch ruhig mal ein Bierchen trinken. Mache ich in der Show gar nicht mehr so oft, weil ich meistens danach immer noch schneiden muss. Aber ein netter Kerl hat mir auf dem Supreme Chaos, auf dem Kneipenverkauf ein schönes Bierchen in die Hand gedrückt. Das ist hier das Baltic Ale. Es ist, steht drauf, ein seltenes Bier. Und sündhaft teuer. Also deshalb habe ich mir das bis jetzt zu einem Laden immer mal angeguckt, aber nie wirklich. Ich habe mir irgendwann mal eine ganze Sammlung für Silvester, als und das Auto aufgebrochen worden sind. Weil da parken wir da mitten in der Pampa, irgendwo im Moor, um neben den Hunden spazieren zu gehen. Kommen nach anderthalb Stunden Hundespaziergang wieder, hat uns irgendjemand Silvester die Scheibe eingeschmissen. Also, da fällt dir dann auch nichts mehr ein. Da habe ich mir dann doch mal irgendwie hier eine Auswahl. Aber das werde ich jetzt mal hier probieren. Ne? So. Erstmal Prost, Kinder. So viel Zeit muss sein. Ja. Das ist... Oh, ja, das ist also... Erstmal klassisch natürlich Bier, aber das hat jetzt so im Nachgang. Da kommt dann so eine bittere Note durch. Das ist nicht schlecht. Ja, doch, kann man trinken. Finde ich gut. Ich habe ja sowieso schon mal eine Show gemacht zur 90er-Nostalgie. Und die guckt ihr euch einfach mal an, bevor ihr hier schreibt, was ich alles vergessen habe, was ihr aber trotzdem machen dürft. Denn da sind so viel drin, was du für den Herbst rausziehen kannst. So einfach so Sachen, die du dir anhörst, wenn du dich nach drinnen verziehst, wenn es draußen unangenehm und kühl ist und was weiß ich nicht alles. Da sind Sachen wie Tiamat mit bei, mit der Wild Honey. Kann man drüber sprechen, ob das nicht eher so was noch für ein Frühling wäre, wie Dämmerfarben auch. Die habe ich jetzt gerade erst kennengelernt. Aber guck mal, vielleicht mache ich ja zu jeder Jahreszeit einfach mal so eine Sache. Aber das erste Album, und das ist jetzt vielleicht gar nicht so verwunderlich, das sind Typo Negative. Da habe ich einfach mal die Oktober Rust rausgegriffen. Ich finde es ein super Album. Es ist von den
Type-O-Negative-Alben, die es gibt, es ist schon ein leichter, verdauliches. So, ne? Also das ist jetzt, die World Coming Down ist viel, viel schwerer natürlich so. Aber hier, das ist eine wunderbare Mischung aus dem klassischen Type-O-Negative. Es hat so seine Hits und das ist ja auch einfach mal schön. Ich meine, klar, My Girlfriend's Girlfriend, so der Tanzflächen-Hit, aber Redwater, Be My Druides und Cinnamon Girl und solche Sachen, das ist einfach toll. Die Bloody Kisses ist mein All-Time-Favorite. Für diese Show finde ich das hier sehr, sehr passend und denke ich, nehmen wir jetzt hier einfach mal als Auftakt. Kennt ihr aber bestimmt, nur so als kleinen Hinweis, man kann ja viele Sachen einfach dann nochmal auflegen. Das ist ja auch das Schöne daran. Man hat ja so viele, es kommt so dermaßen viel Musik raus und man hat das einfach alles gar nicht mehr im Kopf. Und wenn man dann irgendwie die Möglichkeit hat, dass man auf das ein oder andere nochmal aufmerksam gemacht wird oder irgendjemand sich da jetzt hier hinsetzt vor eine komische Tapete und eine kleine Vorsortierung macht, dann ist das ja vielleicht auch ganz praktisch. Ne? So My Dying Bride, Like Gods of the Sun, das ist auch in der 90er-Show damals gewesen. Das sind diese schweren Gitarren, das ist die Geige dazu und dieser schwermütige Gesang natürlich. Und wenn man da ein paar Schritte weitergeht, das ist zum Beispiel so ein Ding von der bezaubernden Natasha Oktobertide, The Rain Without End. Das ist so dieser klassische Sound, da wirft man Katatonia in den Raum, da ist Insomnium, um jetzt ein aktuelleres Beispiel nochmal zu nennen, oder auch Swallow the Sun. Das sind auch wie bei My Dying Bride, auch so diese schweren Gitarren mit diesem Growl-Gesang, aber immer so eine ganz bestimmte Melodieführung, ne, die eine ganz tolle Nostalgie so hat. Hallo Ernie und alle Kraftmogger da draußen, hier ist der Lars von die Songenar und ich stelle euch heute meine Top 5 Herbstalben vor. Platz 5. Agarloch de Mäntel. Habe ich, glaube ich, das erste Mal gehört, als ich im Zivildienst war, 2004. Ganz oft mit meiner Schwester zusammen im Auto gefahren, im Herbst, und die Platte rauf und runter gehört. Habe ich verfolgt von der Pale Folklore bis zur Ashes Against the Crane und das ist definitiv mein Favorite-Album und passt super gut in den Herbst. Platz 4, Ghost Brigade aus Finnland mit dem Album Isolation Songs. Schon als die Platte rauskam, 2 Jahre dann irgendwann auf dem Rechner gehabt, nie angehört, dann irgendwann mal draufgestoßen und mega abgefeiert. Sehr, sehr geile Platte, absolut empfehlenswert. Wie könnte es anders sein? Im Oktober muss man definitiv Type-O-Negative Oktober Rust auflegen, das mache ich auch jedes Jahr und manchmal höre ich sie auch im Sommer. Unglaublich gute Songs drauf. Man könnte natürlich im Herbst genauso gut die Bloody Kisses hören oder The World Coming Down, aber diese Scheibe ist einfach für den Herbst gemacht. Platz 2 habe ich es mir sehr schwer gemacht. Man könnte jedes Katatonia-Album nennen, aber es ist auf jeden Fall Brave Murder Day geworden, die mich auch als Musiker gerade mit The Song Noir sehr geprägt hat und das auch bis heute tut. Ja, ich glaube, es kennt sowieso jeder diese Scheibe. Wenn jemand diese Scheibe nicht kennt, unbedingt anhören, mega gut. Platz 1 läuft auch gerade im Hintergrund. Imperium, Where at Night the Woodcrows Plays, ist für mich der definitive Herbst-Soundtrack schlechthin. An dieser Platte kommt man, glaube ich, nicht so richtig vorbei. Ich auf jeden Fall nicht. Und wer die noch nicht kennt, sollte die auf jeden Fall mal antesten. Imperium Where at Night, The Woodcrows Plays. Das waren meine Top 5 Herbstalben. Vielen Dank. Ciao. December Noir. Ich wäre auf diese Band gar nicht aufmerksam geworden, wenn nicht irgendwann der Sänger mal auf mich zugekommen wäre. Und wie das immer so ist bei so vielen Sachen, hatte ich jetzt am Wochenende, als ich auf Way of Darkness war, auch die ein oder andere Band, Preacher zum Beispiel, saugeil auf der Bühne. Aber es gibt so viele Bands so, und dann ist Thrash vielleicht auch nicht so meine allererste Wahl und dann verpasst man da viel. Und die Band, mit der haben wir dann nochmal auf dem Dark Easter Metal Meeting zusammengespielt, habe ich in einer Show, das war auch so in meiner Hitliste letztes Jahr, so wie auch Katatonia alte oder alte Paradise Lost beschrieben. Ist aber auch genauso dieses Ding, wenn du so Swallow the Sun zum Beispiel magst, ist es genau das Richtige, ne? Und ich meine, gut, die heißt jetzt auch Autumn Kings, der ist natürlich dann auch programmatisch für diese Show. Und ach, das ist... Es ist natürlich ein außerordentlich langes, ich glaube, das geht 70 Minuten, das Album. Da muss man sich so seine Zeit nehmen. Aber toller Gesang, auch Klagesang mit dabei, schöne Songwriting-Melodien, passt. Wirklich ein schönes Album. Und eine Platte, die ich schon das ein oder andere Mal in die Kamera gehalten habe, ist von Nocte Obducta.
Dr. Obdukter haben so, ja, die könnten in mehreren Shows zu verschiedenen Themen auftauchen, weil sie einfach nicht die Band sind, die man so in eine Schublade stecken kann und die auch sehr viele Episoden in ihrer Bandgeschichte hatte. Also ich meine, zwischen, ich sag mal, Schwarzmetall und der Umbriel zum Beispiel, das sind halt auch einfach mal, da ist ein großer Unterschied. Und warum ich die Platte hier nehme, für mich hat die dieses Feeling, zu Hause zu sitzen. Es ist draußen kalt, man hat keinen Bock, man ist vielleicht gerade vom Hundespaziergang zurück und trinkt eine richtig schöne heiße Tasse Tee und hört einen Nachmittag mit Edgar. Während mein guter Edgar dann wahrscheinlich irgendwo sich daneben lümmelt. Nee, es ist ein ganz tolles, atmosphärisches und schönes Album. Sie hat natürlich mit Sequenzen einer Wanderung auch ein ausgesprochen sehr ruhiges Album. Hier geht's auch manchmal ein bisschen wird dann doch nochmal der Aggro-Trieb ausgelebt, aber das ist ein tolles Herbstalbum. Ein schönes Album und passend für die Jahreszeit. Und natürlich auch, wenn man jetzt, das, die Zeit ist vorbei, man macht keine Kassettensampler mehr, ne? Aber wenn man so einen Tape-Sampler machen würde und so von verschiedenen Bands mal so einen Song nimmt, dann muss das muss ja auch eine Mischung sein, ne? Du kannst ja nicht einen Sampler jetzt, December Noir, dann nimmst du noch Swallow the Sun, Oktober, Type My Dying Bright, das ist dann alles zu viel eine Richtung, das muss auch aufgelockert werden, das ist die große Kunst eines guten Samplers und auch die Herausforderung, etwas zu präsentieren und zu repräsentieren. Da lacht die Natascha jetzt nämlich, weil es sind so ein paar Sachen, die ich in der letzten Show erzählt habe, die ich dann einfach, ich konnte sie nicht guten Gewissens veröffentlichen. Ich will hier nicht nur mit alten Kamellen rauskommen, wobei die December Noir ist ja auch erst letztes Jahr gekommen. Auch ein Album, was ich jetzt verpasst hätte, hätte mich nicht jemand drauf aufmerksam gemacht, obwohl ich sie gerne hören mag mittlerweile. Das ist die neue Chelsea Wolf. Und sie ist ruhiger wieder. Na, also die letzten waren schon so ein bisschen neusiger, das ging schon fast in so eine Sun-Richtung, das pumpte richtig düster und schwarz. Und das hier ist wieder so ein typisches Album, wenn ihr die Serie True Detectives, erste Staffel, ganz wichtig, nur die erste Staffel, die zweite ist in Ordnung, aber ist nicht meins, aber die erste mit Woody Harrelson und Matthew McConaughey. Kann ich nicht aussprechen. Das ist so Musik, die da im Hintergrund läuft. Das ist ruhig, das ist... ihre Stimme, das ist die Akustikgitarre. Und ich habe sie jetzt erst ein, zwei Mal gehört. Ich kann mir da noch so kein abschließendes Urteil drüber bilden. Allerdings bin ich da auch so, es gibt manche Alben, die höre ich dann einmal, dann weiß ich einfach auch, das ist schon eine gute Sache. Und die hier kann ich bedenkenlos empfehlen. Und da könnt ihr gerne mal ein Ohr riskieren. Ah, das ist heute natürlich, und gerade weil es nachher noch den kleinen Black-Metal-Bonus gibt, natürlich... Ist Krachmucker ein Metal-Channel und das wird auch immer so den primären Hauptteil ausmachen. Aber man versucht ja auch ein bisschen Diversität hineinzubringen. Ich liebe es. Jetzt haue ich hier 1000 Wörter in den Raum und ihr glaubt auch noch, ich wüsste, was die alle bedeuten. Ich habe ein sehr schönes Synthwave-Album gefunden. Rausgekommen auf Electronic Purification. Warum ich da jetzt so drauf gucke, ich weiß nicht, wie viele Abwandlungen ich von diesem Label schon in die Kamera gehauen habe. Electric Purification, Electronical Purification, ich weiß es nicht. Es ist immer irgendwie ein bisschen peinlich, weil ich das Label super finde. Sehr tolle Sachen macht. Und die VHS Dreams, die Lost World, da sagt eigentlich das Cover alles aus. Und wenn ihr dann wisst, was Synthwave ist, nämlich schön diese Retro-80er-Huldigung, dann habt ihr das. Eine ruhige Sache. Für, ich glaube, auch wenn du irgendwie Mitternacht mit deinem Ferrari Testarossa über die Autobahn heizt, dann kannst du auch gut dieses Album hören. Und das, finde ich, passt wunderbar in den Herbst. Und ich denke auch wunderbar im Zusammenspiel. Wir denken weiter mal so an diesen Tape-Sampler. Das könnte gut irgendwo in der Mitte mal so als kleine, ruhigere Geschichte mit dabei sein. Ja. Eine Band, die ich sehr schätze, auch schon mehrfach mit ihr auf der Bühne gestanden habe, das sind Harakiri for the Sky. Und ihr merkt schon, so, also, wenn man das jetzt so weitergeht, es ist so, es gibt so eine klassische Art von Musik und ich sage jetzt einfach mal Post-Black Metal, der passt nun mal in den Herbst. Das erste Harakiri-Album, das wird für mich der ungeschlagene, Natascha nickt auch, der ungeschlagene Welthit von der Band sein. Die nachfolgenden Alben sind auch alle toll und ich glaube auch nicht, dass sie überhaupt in der Lage sind, ein schlechtes Album zu machen, weil diese Stilistik, die sie gefunden haben und die Art der Riffs, die Matthias schreibt, das ist schon toll, das ist schon toll. Aber dieses Album hat eben noch irgendwo das gewisse Etwas auf komplette Albumlänge und wahrscheinlich auch, weil es einfach das erste ist und man es als erstes gehört hat, das muss man ja auch mal sagen. Da haben es die Nachfolger immer schwer. Nein, Herbstalbum, super toll und ja,
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn ihr es nicht kennt, hört einfach mal rein, weil es gleich mit dem ersten Song richtig schön losgeht. Ich mag den Basslauf auch total gerne. Hi, hier ist JJ von Harakir for the Sky und Karg. Ich wurde gebeten, hier meine 5 liebsten Herbstplatten kurz vorzustellen. Ich sage jetzt gar nicht viel dazu, zeige euch einfach die Cover-Artworks und die Platten. Und ja, kann sich dann jeder selber ein Bild machen. Ich fange mal an mit Below the House von Planning for Burial. Perfektes Cover, perfekter Soundtrack zu dieser Jahreszeit. Weiter geht's mit Nyctalgia als erstem Album. Braucht man eigentlich auch nicht viel dazu sagen. Passt jetzt, ja. Dann das nächste, Arvet von Grift. Auch super geil. Auch perfektes Artwork, perfekter Soundtrack. Wir kommen zu meiner Lieblings-Neofolk-Platte, Off the Went the Moon, The Lone Descent. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, egal in welcher Jahreszeit, die erste Landlos. Ja, das war's. Ich hätte gern auch noch von Austere die Tulela Goleshes ins Programm genommen, aber irgendwie finde ich die Platte gerade nicht und ja, lassen wir es dabei. Ciao! Und weil wir bei Post-Black Metal gewesen sind, habe ich jetzt nochmal ein Album. Da könnte man natürlich die Sommer-Variante nehmen. Ich muss das jetzt gleich, glaube ich, mal erklären, weil das ist jetzt vielleicht auch nicht so. Das sind Heretor und das ist, ja doch, die ist selbst betitelt. Und Heretor war ja so eine, zumindest im deutschen Bereich, nachdem so Alcest das Ganze oder Landlos, gut, das sind jetzt auch Deutsche, aber oder einer, das Ganze natürlich so ein bisschen bekannter gemacht haben, waren aber Heretor doch mit einer der ersten, die in diesem klassischen, was man so unter diesem Post-Black-Metal versteht, dort vertreten gewesen sind. Und das ist, glaube ich, so ein Album. Es ist einfach der Jahreszeit sehr angemessen. Es sind so Songs wie Graue Bauten, die auch heute mit Sicherheit dort von dem guten... Ich überlege immer, wenn man weiß, wie sie real heißen, sie sich aber in einer Band ein Pseudonym geben, ist es dann in Ordnung, obwohl es für einen selber ungewohnt ist. Naja, ich sage jetzt einfach mal Eklatanz so, ne? Mich nervt das auch immer total. Ich meine, jeder weiß, dass Ernie nicht mein, der Name ist, der in meinem Pass steht, aber nur weil du irgendwie ins Impressum mal geguckt hast und weißt, wie ich real heiße, ist das immer so Panne, wenn die Leute dann da in Kommentaren nicht dann... Ach, das ist immer so die Sache. Man hat ja, es hat ja alles immer einen Grund, manches, nicht alles. Mein überbordender Alkoholkonsum hat nicht immer einen Grund. Mm. Ja. Nee, das ist wirklich in Ordnung. Ich gebe ganz ehrlich, ich würde keine 3 Euro dafür bezahlen. Dafür ist es mir einfach zu viel. Es ist ja 7,5, meine Fresse. Okay, gut, also ich schneide heute gar nichts mehr. Heretor. Nicht so besonders doller Sound, muss ich sagen, aber das sagt er auch selber, das ist dann mit dem nächsten. Und jetzt muss ich überlegen, ich habe jetzt nämlich den originalen Titel nicht im Kopf, den Albumtitel, nämlich vom darauffolgenden Album, was ja erst Jahre später kam. Es sollte ursprünglich Sun heißen, bin ich mir ziemlich sicher, weil er mir das, glaube ich, mal auch gesagt hatte. Und ob er es jetzt umbenannt hatte, weil Secrets of the Moon ein Album hatten, was dann Sun hieß, das weiß ich nicht genau. Aber das Album, das wäre dann wahrscheinlich die Entsprechung für den Sommer. So, habe ich es schon mal genannt. Ich zeige jetzt hier gerade nur meine ganzen Platten. Ich habe hier noch ein paar Sachen so. Gerade auch letztens wieder raufgeworden. Die Total Self-Hatred, die erste, die selbstbetitelte. Ich glaube also, ich habe es ja nicht so mit DSBM und das liegt größtenteils daran, dass DSBM wie auch viele andere, wie gewisse Musikgenres es sehr einfach machen, es alleine zu Hause mit wenigen Mitteln und kaum Equipment zu reproduzieren. Beim DSBM ist es so, diese klassische dünne Waschmaschinengitarre und das Rumgeschreie, was du mehr oder weniger bei dir im Kinderzimmer auf dem, ja, keine Ahnung, Playmobil-Rekorder machen kannst, so wie das früher mal lästerlich gesagt worden ist. Dieses Album hat einfach Wumms. Es hat Wumms, es ist geiles Songwriting, es sind alle Songs geil, es ist unglaublich atmosphärisch, es hat mega gute Melodien, ist bis heute auch, glaube ich, das Einzige, was dann wirklich gut ist. Die danach fand ich dann irgendwie gar nicht mehr so und von dem letzten hatte ich dann auch gar nicht reingehört bis jetzt. Aber das hier ist ein richtig, richtig gutes Depressive Black Metal Album. Andere Richtungen sind dann zum Beispiel sowas wie, ich denke, Synthwave gehört auch dazu, das kann man mehr oder weniger machen. Ist die Frage, wie es dann nachher klingt, wenn man das alles ohne Ahnung und Hardware macht. Und Dungeon Synth natürlich auch als kleinen Wink für die nächsten Wochen. Ich weiß, ich schiebe es hinaus. So, moin Ernie.
ein Tierchen zum Gruße, dann geht's auch schon los. Auf der Nummer 1, die Fasotstider von der Gruppe Türfing aus Schweden. Sehr düstere Scheibe, finde ich. Hat mit den keyboard-lastigen Anfängen nicht mehr viel zu tun. Kann man sich im Herbst auf jeden Fall mal geben. Auf der Nummer 2, Klassiker, die Tyrants von Disaster. Finde ich sehr schön als Untermalung für die nächste Waldwanderung. Gerade im Herbst immer wieder gut. Auf der Nummer 3, bisschen ungewöhnlich, die Sacrifice von Motorhead. Ein sehr dunkles Album, sehr untypisch, finde ich, für die Band. Also wer die Jungs nur auf Partykracher wie Ace of Spades reduziert, der sollte hier auf jeden Fall mal ein Ohr riskieren. Auf der Nummer 4, kein Herbst ohne Doom, exemplarisch Cathedral. Auch ein etwas unbekannteres Album von den Jungs. Hört mal rein. Dann, im Hintergrund läuft's schon, der ein oder andere hat es vielleicht schon gehört. Auf der Nummer 5, der Godfather of Dungeon Synth, The Mortis. Denke ich, sollte auch bekannt sein. Perfekt für vernebelte Herbstabende. Soweit meine Top 5. Schön Mus aus dem Pott. Bis die Tage. Mal was ganz anderes. Amorphis, Karelianismus. Was sagt ihr denn dazu? Wenn ihr dem Album mal so eine Jahreszeit zuordnen müsstet? Wenn du das Cover-Artwork anguckst, farblich, ist das eine schöne Herbstsache. So, ne? Ist es natürlich thematisch eine ganz andere Geschichte. Aber dieses, ich würde ihn jetzt einfach mal so als sehr warm, ist immer so ein bisschen schwierig bei Death Metal zu sagen vom Sound. Das ist natürlich nicht so der Technical Death Metal Sound natürlich, sondern es ist mehr so diese Schiene des Midtempo oder langsameren, diesem Doomigeren, was ich nachher zum Beispiel auch bei Asphyx dann immer sehr, sehr mochte. Karelianismus, das ist A, ein wunderbares Amorphis Album und B, finde ich einfach auch in der Vielfältigkeit eines Tape-Samplers durchaus angemessen ist, dort irgendwo zu platzieren. Und wenn ich dann jetzt gerade so Doom angesprochen habe, wisst ihr was, ich habe das schon mal gemacht, das ist aber auch in der 90er-Show gewesen, Funeral, die Band mit der tragischen Biografie, wo sich zwei das Leben genommen haben. Die beiden Demos sind einfach so unglaublich finster, also Hoffnungslosigkeit auf Kassette kopiert. Also das ist richtig, richtig schlimme Musik. So. Und dazu fiel mir dann immer noch ein Skepticism mit dem Album Alloy. Da weiß ich jetzt aber gar nicht, ob das mehr so eine Schneesturmmusik ist. Also unglaublich langsam, unglaublich zäh. Und dann so eine Orgel dazu. Ah, das ist wahrscheinlich so der Übergang, wenn es draußen so richtig frostig wird vielleicht. Oder es einfach total finster ist. Und den Abschluss, ich sag mal für den kleinen Part des meiner Herbstempfehlung, das machen dann, und das, siehst du, ich mag die Platten auch manchmal gar nicht irgendwie ins Gatefold reinstecken, weil irgendwie ist es manchmal einfacher, es so zu halten, weil ich ja sowieso in einer Schutzhülle habe und ich das Gefühl habe, so zerstöre ich es nicht. Das sind Waldgeflüster. Das ist das Album, welches habe ich jetzt rausgegriffen? Ach, ich habe mir die Ruinen rausgegriffen, wollte aber sagen, dass wesentlich besser natürlich, und auch allein vom Namen, die Herbstklagen. Das Debüt. Das ist noch, hast du einen Favorit? Weil du magst ja Waldgeflüster auch sehr gerne. Meine Fesseln. Meine Fesseln ist der Favorit von der bezaubernden Natascha. Ich habe auf diesem Album, deshalb habe ich es jetzt gerade rausgegriffen, einen kleinen Gastgesang beigesteuert. Und ich glaube, man kann bei Waldgeflüster auch nichts falsch machen, wenn man einfach in irgendein beliebiges Album mal reinhört, weil sie haben ihren Stil und den mag ich sehr gerne. Der ist sehr atmosphärisch. Das ist kein Rock'n'Roll, man muss dafür Zeit haben. Und mit Jan habe ich ja auch schon ein bisschen gesprochen über das Thema Wald und Ähnliches und Musik, die gut zu der Waldthematik passt. Nee, das ist eine wunderbare Sache. Waldgeflüster, ja, nehmen wir doch einfach mal so als den letzten Song, der dann irgendwie so langsam ausgeleitet und den Herbst-Sampler von Krachmucker TV beendet. Und damit ist mir auch gerade meine Kiste Boltenbier. Ist das Boltenbier? Ja, umgekippt, die mir der gute Dirk geschickt hat mit einer Auswahl, unter anderem Biersenf. Den muss ich den erstmal wieder. Ah. Klassiker, Ulva Bergtat, kennt jeder. Dann die Ashes Against the Grain von Agaloch.
Von Drutk könnte ich fast die ganze Diskografie nennen, aber am besten für Herbstfeeling finde ich immer noch die Handful of Stars. Dann kommt die Woods of Desolation, Torn Beyond Reason und als letztes noch ein Nicht-Metal-Album und zwar Daughter, If You Leave. Viel Spaß damit. Ciao. Wir machen jetzt einen kleinen Cut und ich erzähle euch ein bisschen was von meinen Anfängen in Sachen Black Metal. Lasst die Klassiker komplett weg, weil über die habe ich schon in mindestens 2 Shows gesprochen. Die könnt ihr euch dann angucken. Es gibt einfach so Alben, die ich bisher noch nicht in die Kamera gehalten habe, die aber für mich, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, die mich geprägt haben, die ich auf jeden Fall wunderbar finde. Und ein Album, das ist die Festa, das ist die Silence. Das ist ja sehr düster. Also ob das jetzt, ist das so klassischer Black Metal, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber solche Songs wie Silent is the Raven oder vor allen Dingen Voices from the Woods, wo du keinen Schrei oder keinen Growl-Gesang hast, sondern so einen Flüstergesang. Diesen Song mag ich unglaublich gerne. Nein, der Song ist, das ist Black Metal. Und ich finde, dass dieses Album, glaube ich, nie so über so einen Geheimtipp hinausgekommen ist. Auch irgendwie immer so ein bisschen untergegangen. Kann auch sein, dass das Album vielleicht auch, ja, es ist, ist auch ein bisschen schwerfällig so, ne? Aber da könnt ihr mal gut reinhören. Und was das Flüstern betrifft, jetzt muss ich hier einmal kurz raussortieren. Genau, das ist jetzt mehr so die Hecate Enthroned. Das Album mag ich gerne so. Ich hatte die jetzt nochmal speziell deshalb, weil ich darauf nochmal... ich wollte irgendwann, glaube ich, mal was über Videos machen, über Musikvideos. Und nachdem, wenn man sich wundert, warum Immortal in ihrem ersten Video mit Zauberhüten durch den Wald laufen und hinter Bäumen hervorgucken. Ich weiß nicht, ob die Band sich daran ein Beispiel genommen hat, als sie bei Tageslicht durch den Wald gesteppt ist und trockene Rosen angezündet hat. Aber jenseits dieses doch etwas skurrilen Faktors finde ich das Album auch eine schöne Sache. So, und dann sind da, glaube ich, Leute von Cradle of Filth so gewesen und das ist auch so ein bisschen so diese Schiene. Nee, kann man machen. Ich weiß gar nicht, ob ich je über Judas Iskariot gesprochen habe. Ich habe mir später nochmal das ein oder andere aus der Diskografie zu Gemüte gefügt. Aber das hier ist mein Favorit. Also auch ungeschlagen und mit weitem Abstand, weil mir kein Album und auch generell im Black Metal einfällt, was diese Art von Stimmung und Atmosphäre hat. Also wenn man von einem misanthropischen Sound sprechen kann oder möchte, glaube ich, ist das also in einem Lexikon, wo dieser Begriff misanthropischer Sound erklärt werden müsste wahrscheinlich dieses Album genannt werden. Also diese dünnen Gitarren. Nee, einfach reinhören. Also das ist ein Album, da hört man sich, glaube ich, auch jetzt nicht unbedingt gezielt irgendwie einen Song oder so an, sondern das schmeißt man rein und hört es durch. Was jetzt bei vielen Black Metal Alben ist. Die Drautran unter dem Banner der Nordwinde habe ich jetzt einmal kurz hier, weil es wird nicht die große Pagan Show geben, die Sache ist vermutlich erstmal auf die ganz, ganz lange Bank geschoben. Aber ich habe ein Treffen mit einem guten Kollegen demnächst, mit dem ich mich über das Thema Pagan unterhalten werde. In einer schönen Show hier zu Hause. Dort sprechen wir vorrangig über Alben und da fiel mir die Drautran einfach nur ein. Ich habe die sogar noch in der selbstproduzierten Variante. Die ist ja nachher bei Prophecy aufgelegt worden. Und Drautran ist ja eine Band, ja, die hat Deutschland so als Land, aus dem dann auch Pagan kommt, dann nochmal so auf die Karte gesetzt und ist, ich denke, so in einer Reihe kann man das mit Helruna nennen, was jetzt zum Beispiel so die Ernsthaftigkeit angeht, mit der man an die Thematik rangeht. Kurz, schnell, Forgotten Woods, finde ich, kann man nicht häufig genug erwähnen. Ich glaube, das geht auch 70 Minuten. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie mal mit finsterer, ja eigentlich so wie Judas Iskariot, sag ich mal, so ein misanthropisches, also so, eintönig. Also es ist auch sehr eintönig, das Album, aber dann so irgendwie so hippie-esque manchmal. Und das sind ja auch Leute von Joyless und dieser ganze Haufen um die Leute, die, aber großartig. Gogoroth, nur ganz schnell, das Album war, glaube ich, auch das erste, was ich damals gehört habe, weiß ich nicht, ob ich die Antichrist, doch, hatte ich, glaube ich, vorher auf Kassette, aber falls ihr euch gefragt habt, woher ich immer mit meinem Spruch komme, das klingt wie, als ob man Stühle durch den Raum schmeißt und das Ganze dann mit Hall aufgenommen hat, kommt von diesem Album, weil das klingt nämlich wirklich so. Nagelfahr, die Show, die jetzt eben nicht gekommen ist, sollte eigentlich die Einleitung sein zur Show Deutscher Black Metal. Und ich sag mal, Hühngrab im Herbst ist jetzt auch nicht ganz unangebracht, das Album nochmal gezeigt zu haben. Ich find's richtig, richtig gut. Ich weiß von einem der Bandmitglieder, dass er das richtig, richtig scheiße findet. Ändert meine Meinung trotzdem nicht. Deutscher Black Metal, die zweite.
Exorial. Ich glaube, die ist in Vergessenheit geraten, die Band bzw. das Solo-Projekt. Das ist so eine Sache, ich glaube, das gibt das gar nicht mehr so richtig heute. Das ist halt auch diese Drum-Computer-Nummer. Heutzutage sind wir technisch einfach auch so weit, da hast du selbst in einer sehr günstigen Cubase-Version, sage ich mal, vernünftigen Drum-Sound, vernünftig. Und das ist noch so die Sache, wenn man das so in einer Linie mit Nastrond zum Beispiel, den älteren, nennen möchte, wo einfach die Blastbeats beknackt klang, aber irgendwie gehörte das dazu. Und ich kann es nicht immer hören, was heißt misanthropische Kunst, ja. Ich hatte mich das letzte Mal nämlich auch ergeben da drin, was denn ein misanthropischer Sound ist und ob das etwas ist, was auf das Genre Black Metal limitiert ist oder ob man das auch in anderen Musikrichtungen außerhalb des Metals nennen könnte. Gut, jetzt mache ich mal ein bisschen weiter, das ist jetzt auch so. Diabolical Masquerade. Jetzt gerade auf dem Way of Darkness schon mit einem gesprochen, nochmal wieder darüber gesprochen. Dieses Album ist so gut. Also ich glaube, das ist ein 10 von 10 Punkte Album für mich damals gewesen. Das ist rauf und runter gelaufen. Wenn ich das heute höre, ja, das ist das immer noch 10 von 10, aber man merkt schon, dass der Anspruch an Drumcomputer-Programmierung etwas gestiegen ist. Passt dann zu der vorherigen. Das ist manchmal etwas simpel. Ist ein Gastgesang von Dan Swano dabei, mit der hier so einen Eierkneifer-Gesang raushaut. Ich fand das furchtbar früher, aber richtig schlecht, also so schlecht, dass ich diesen Song immer übersprungen habe. Und dann höre ich mir das heutzutage an und finde das total geil, aber weil ich halt auch dann solche Sachen wie Stallion Vulture und Indian Nightmare, weiß ich nicht, ob sich da irgendwie, da verändern sich manchmal auch geschmackliche, ne? So, das haben wir hier noch, Zatogua. Kennt ihr diese Band? Nicht, dann hört rein. Hört auf Ernie und hört in dieses Album rein. Lasst euch nicht von diesem, ich sag jetzt einfach mal, etwas merkwürdigen Cover-Artwork täuschen. Es ist, ich könnte jetzt sagen, debil, aber irgendwie ist das auch wieder einprägsam. Und vor allen Dingen zu der Zeit, wo ja sowieso alle Cover-Artworks irgendwie möglichst schwarz waren. Warum ich das jetzt so ausschweifend nochmal sage, ist, dass diese Musik, das ist innovativer, also zumindest für die Zeit, das ist rausgekommen, 96 gewesen? Ja, doch, müsste glaube ich, ne, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Wenn ich jetzt falsch liege, aber ist auf jeden Fall in den 90ern rausgekommen. Das würde ich wirklich als Innovation nennen. Ein ganz eigenständiges Keyboard, so ein Frauengesang, ganz merkwürdige Samples, tolle Songs dabei und das Ganze wirklich ein stimmiges, großartiges Album. Ich bin da jetzt erst wieder drauf aufmerksam geworden, weil die Band sich gerade einen Instagram-Account erstellt hatte und dann dachte ich mir, dann schreibst du mal und fragst mal, was da geht so. Ich glaube, das Album soll jetzt hier nochmal auf Vinyl aufgelegt werden. Freut mich natürlich, weil ich meine CDs früher immer wie Scheiße behandelt habe und das jetzt hier natürlich ein bisschen kaputt ist. Zatogua. Also ich sag mal, wenn ich so zwei Tipps aus dem habe und ihr die nicht kennt, hört in die Diabolical Masquerade und in die Zatogua mal rein. Mega. Da wollte ich nur kurz eine Story erzählen, Limbonic Art, weil ich die Tattoo-Show ja gemacht habe. Das hatte ich da ganz vergessen zu erzählen. Ihr könnt euch noch dran erinnern, der Typ, der mir mit dem angespitzten Bohrer hier den Baphometen gemacht hat. Harte Kante, Schlägertyp aus der ehemaligen DDR. Sag mal nicht mehr ehemalige DDR, ist egal. Harter Typ und ich hatte halt dieses Album aufgelegt, weil ich meinte, wir müssen da mal irgendwie, das muss harte Musik sein, die da läuft so. Und er saß da die ganze Zeit grinsend, als das so lief. Ich meinte, was ist denn das für mystische Musik so, ne? Und ich fand das einfach so super, weil mein Vater früher halt auch immer, wenn er die ganzen geschminkten Gestalten gesehen hat, gefragt hat, was das für Kasper-Figuren sind. Und wie man halt selber etwas, wo man so irgendwie Gänsehaut kriegt oder das für unglaublich böse und finster hält und so andere Leute, ich sag mal, aus anderen Kreisen das dann einfach nur belächeln, so, ne? Also er hat sich belächelt, ich glaube, der fand das Ganze in Ordnung, der konnte damit einfach gar nichts anfangen, der hat ganz andere Musik gehört, ne? Das war's. Ich habe hier noch die Arcturus, die habe ich von meinem Vater zu meinem 17. Geburtstag beschenkt bekommen. Ganz tolles Album, also das, was Drepte Christne, Troll oder Covenant, Times Before the Light und so weiter. Und einfach abschließend hatte ich noch die Abzu. Ich finde das Cover einfach so unglaublich finster. Ich finde das so düster, das hat eine, wo wir jetzt dabei waren, vielleicht sehen das andere Leute wieder anders, ne? Aber geiles Ding, ey. Ganz viele Alben heute. Ja, aber kann ja auch mal sein, auch mal heute hier schön, nö. Mal wieder in fast gewohnter Umgebung, ist ja die neue Umgebung, aber ne, genau. Ich trinke jetzt noch einen Schluck Bier, damit er jetzt mal ein bisschen runterkommt. So, wisst ihr was? Ich wünsche euch eine tolle Woche. Macht's gut, genießt die Zeit,
Versucht jeden Tag mal, ich habe das gepostet, vergesst mal diese scheiß Challenges, wie hier einen Monat lang irgendwie aus Witzen Oberlippenbart stehen lassen oder so eine Kacke. Versucht mal jeden Tag ein Album zu hören. Ja, also nicht einfach nur ein Album anmachen und dann den abwaschen. Ich weiß, das ist ganz schwierig, aber versucht mal ein Album aufzulegen, euch hinzusetzen, nur das Booklet oder ein Bildband zur Hand zu nehmen und einfach mal ein Album wirklich genießen und mal wieder richtig in sich aufzunehmen. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis bald.